So, Freunde, was geht ab? John ist am Start. Mit einem neuen Call of Duty Modern Warfare Remastered Video. Ich sage euch ehrlich, ich bin ein bisschen gehypt. Wir joinen direkt in die erste Runde rein. Kann man. Ach, ich will die. Ich wollte sliden. Oh nein. Erste Runde auf Crash. Lustige Story zu Crash. Gleich, wenn wir erstmal hier lang huschen. Es ist wirklich der Boots on the Ground Shooter. Schlechthin. Ach, du ahnst es nicht. Hilfe. Wir wollen jetzt hier wirklich heute mal ein bisschen. Ach nee, nicht direkt sterben. Ich wollte mich heilen. Ja, läuft ja schon mal super. Wir wollen ein bisschen austesten, Waffen testen, ein bisschen snipen, mit normalen Waffen spielen, gucken, was so geht. Und jetzt endlich den ersten Kill hier holen. Und ich muss jetzt erstmal reinkommen. Das, by the way, hier gerade Crash. Davon gab es auch eine Variante von dieser Map. Nämlich zu den Weihnachts- bzw. ja, Winterzeiten gab es Winter-Crash. Und die sah wirklich unglaublich schön aus. So richtig schön winterlich. Das gab ein richtig geiles Feeling. Die Geschichte hinter Winter-Crash ist sogar, glaube ich, dass damals am PC zu den Zeiten, wo das Spiel rausgekommen ist, dass da jemand mit einem Mod irgendwie die Map selbst gebastelt hat, selbst gebaut hat. Dass man sie dann in irgendwelchen gecustomized Lobbys, privaten Lobbys spielen konnte. Ich glaube, das war das ganze Ding. Jetzt haben wir auch noch eine Streak. Wie haue ich die raus hier? Das ist der Luftschlag. Kommen wir mal hier direkt in die Mitte. Und ja, für den ersten Start geht es schon mal gar nicht so schlecht vom Aim her. Ihr seht schon, die Waffe ist unglaublich stark. Nächsten Luftschlag haben wir. Vielleicht können wir noch. Aua, ich wollte Dolphin diven. Hilfe. Vielleicht können wir noch den Heli hier klar machen. Heli ist bei 7, Luftschlag bei 5 und Drohne bei 3. Und das war's dann auch schon. Das sind alle Streaks in diesem Spiel. Es gibt keine weiteren Streaks. Wie gesagt, das Spiel ist ein Remastered-Game von der Originalversion Call of Duty 4 Modern Warfare Modern Warfare 1. Dieses Spiel kam 2007 auf den Markt, war absolut revolutionär mit den Streaks des Gameplay. Das war absolut krass und das hatte einen echt mächtigen Hype zu den damaligen Zeiten. Und ja, wir sind auf 10er Streak gerade. Da gab es halt noch nicht wirklich viel. Damals gab es auch nicht so wirklich viele Customization-Möglichkeiten, irgendwie irgendwelche tausenden Items. Und in der Remastered-Version gab es das dann aber. Da gab es dann auch jetzt, ihr seht es im Hintergrund, ein Supply-Drop-System, wo man sich dann Kisten erspielen oder halt auch für echt Geld kaufen konnte. Das war auch unter anderem einer der größeren Kritikpunkte an der Remastered-Version von Modern Warfare. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Bock, jetzt hier ein paar Runden zu machen und zu gucken, was so noch hier geht. Ich glaube, jetzt sollten natürlich auch viele Anfänger hier sein, viele Noobs sollten hier rumlaufen, viele Low-Level, die halt nicht so wirklich viel Erfahrung haben mit Call of Duty. Und aus dem Grund könnte man, denke ich mal, relativ gut rasieren. Nice. Oh Gott, oh Gott. Seht ihr das, wie langsam das ist vom Movement her? Oh mein Gott, komm, nehmen wir noch den hier. Nein, Pistole. Letzter Kill, letzter Kill, letzter Kill. Generell fühlt sich das Game halt aus heutiger Sicht total langsam, total träge, total öde an, wenn man von BO4 kommt oder einem Infinite Warfare, Black Ops 3, keine Ahnung. Das fühlt sich halt einfach total langsam, total komisch an. Während hingegen es zu der damaligen Zeit total krass war, wenn du ein Action-Erlebnis in einem Multiplayer, in einem Shooter-Spiel haben wolltest, hast du zu Call of Duty Modern Warfare gegriffen. Das war damals der Shit, das war damals die Action. Was macht der Typ hier? Komm her. Es tut mir so leid für den Hitmarker, Bro. Es tut mir so leid. Ja, ist auch so ein vergammeltes Spiel teilweise. Auf den Maps siehst du halt auch gar nichts. Boah. Uff. Da ist noch einer. Hilfe, komm hier rein, du dickes Ding. Oh, man ist so lange weak. Oh ja, geil. Schöner Kommando-Knife. Solche verrückten Tarnungen, also solche auffälligen Tarnungen gab es natürlich zu den damaligen Zeiten nicht. Damals gab es nicht solche absolut knalligen, blauen, irgendwie. Ach nee. Ach nee. Ach nee, ist das gammelig. Oh, ist das gammelig. Oh, ist das gammelig. Damals waren Tarnungen wirklich noch Tarnungen und sollten halt nicht einfach nur cool aussehen. Sie haben halt die Tarnungen jetzt hier in Modern Warfare Remastered nur überarbeitet, beziehungsweise neue, komplett viele neue Tarnungen reingemacht, damit halt auch die neue Spielegeneration irgendwie Spaß an dem Spiel finden kann und da irgendwie
ja auch in Kisten was ziehen kann und so weiter und so fort. Ich sag euch aber ehrlich, während ich hier gerade spiele, es ist wirklich was komplett anderes und es ist wirklich extreme Geschmackssache. Wer daran Spaß hat, okay, aber ich sag euch ehrlich, ihr werdet so ausrasten. Die Maps sind so fürchterlich teilweise aufgebaut, die sind so gruselig aufgebaut, mit solchen langen Wegen, wo man langlaufen muss, von irgendwelchen Snipern abgeaimt wird und... Boah, das ist schon wirklich aus heutiger Call of Duty Erfahrung, aus heutiger Call of Duty Sicht absolut anstrengend und wirklich auch echt ein sehr, sehr, sehr großer Krampf zu spielen. Bin mir sicher, wenn dieses Spiel in der heutigen Zeit so nochmal released worden wäre, als ganz normales Spiel, jetzt nicht als Remastered und die Leute kennen das schon und irgendwie haben sie da Nostalgie, sondern das wird als neues Call of Duty verkauft. Ich schwöre, die Leute würden ausrasten, die Leute würden wirklich alles kaputt machen wollen, weil ohne Scheiß, das Spiel hat so viel Bullshit, das hat so viel Müll, es ist so anders zu spielen und ich will euch jetzt nicht die Nostalgie kaputt machen und zu den damaligen Zeiten kann es sicherlich extrem viel Spaß gemacht haben, aber wenn du von einem BO4 oder auch von einem BW2 in dieses Spiel kommst, es ist so langsam, es ist so gammelig, es supportet so extrem die Anfänger, die Leute, die gammeln, die langsam spielen, die dreckig spielen, die campen, die irgendwo einen upaimen, irgendwie in den Spawn schon abnehmen, weil man so langsam läuft, sich so langsam bewegt, sich schnell in Deckung gehen kann, gespawntrapped wird, man die Streaks bei 7 schon bekommt. Also, um jetzt die ganze Nostalgie hier wegzulassen, ist es wirklich kein gutes Call of Duty. Und das war damals der Durchbruch. Ich habe einige positive Punkte genannt, aber wenn wir ganz objektiv sind, müssen wir sagen, dass dieses Spiel sehr viel nervige Sachen hat, dass jeder eine Stun und eine Granate dabei hat, die somit die ganze Zeit um sich rumwirft, dass man ab 7 schon einen Heli bekommt, der absolut die ganze Zeit oben ist, also du siehst eigentlich in jeder Lobby 24/7 irgendeinen nervigen Heli oben und ja, zudem ist dann das Movement auch noch sehr, sehr langsam, man heilt sich sehr, sehr langsam, die Spawns und die Maps sind sehr komisch aufgebaut, dass du rausläufst und die Leute dich schon teilweise mit dem Snipe abaimen und du irgendwie erstmal 3 Kilometer laufen musst, bis du bei einer Stelle bist, wo du mit einer normalen Waffe irgendwie Gegner erreichen kannst und Gegner töten kannst. Und aus dem Grund ist das Ganze sehr, sehr problematisch. Ich möchte euch wirklich nicht die Nostalgie wegnehmen, aber... Wenn jetzt Leute noch nicht dieses Spiel damals gespielt hatten und jetzt heute zum ersten Mal dieses Spiel spielen, ich warne euch, es kann doch, es kann wirklich sehr anstrengend werden. Gott, Alter. Doch zu den damaligen Zeiten war das halt total neu und was total aufregend ist und was total, Alter, ich raste so aus. Holy shit, aber zu damaligen Zeiten war es was total Neues, total Aufregendes. Alle haben davon gesprochen, alle haben das gespielt. Und dieses Spiel war auch der Durchbruch von Call of Duty. Weil wenn man sich mal die Verkaufszahlen anguckt, war dieses Call of Duty wirklich das erste Call of Duty, welches richtig, richtig krass weltweit verkauft worden ist. Weil wir schauen uns mal das Call of Duty 2006 an, Call of Duty 3, welches vor diesem Call of Duty rausgekommen ist, an. Das wurde 6,45 Millionen Mal weltweit verkauft. Und 2007, ein Jahr später, wurde Call of Duty Modern Warfare 1, wurde 17,28 Millionen Mal verkauft. Natürlich im Nachhinein haben einige Leute das nochmal gekauft, um nochmal in den Zeiten zurückzugehen und sich das nochmal anzugucken. Aber es ist auf jeden Fall ein krasser Unterschied zu dem Jahr davor. Und das war so der Durchbruch für Call of Duty, würde ich mal fast behaupten. Natürlich gab es auch noch weitere mit MW2, MW3, BO2. Da gab es nochmal richtig krasse, legendäre Jahre, wo dann auch die Verkaufszahlen über die 30 Millionen Marke hingegangen sind. Also da gab es auch noch ganz verrückte Zeiten. Aber das waren so die ersten Anfänge, wo von 6 Millionen auf einmal 17 Millionen da waren. Mich würde jetzt nur noch abschließend interessieren, was ist eure Meinung zu Modern Warfare? Beziehungsweise zu Modern Warfare Remastered. Habt ihr es zu den damaligen Zeiten, zu den 2007er Zeiten gezockt gehabt oder jetzt erst mit Modern Warfare Remastered? Seid ihr in den Genuss dieser alten Call of Duty History gekommen? Würde mich auch wirklich interessieren, was ihr dazu sagt. Ich kann nur abschließend sagen, es ist, denke ich mal, eine coole... Ist der oben? Eine coole Abwechslung, die auf jeden Fall Spaß machen kann. Ich bin absolut geraped. Absolut im Sandwich hier. Eine coole Abwechslung, die auf jeden Fall Spaß machen kann vom Gunfeeling, wenn du einen Kill holst. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ist auf jeden Fall ganz lecker, aber es ist halt auch extrem abfuckend mit irgendwelchen ekligen Sachen und ich kann mir das Game vielleicht eine Stunde geben, aber mir hängt es jetzt schon aus dem Hals raus. Schreibt mir auch mal dazu in die Kommentare. Würde mich wirklich verdammt interessieren. Ich bin jetzt raus für heute. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao. Ciao.